combination of cooked beef and raw cream is utterly inspired. Whoever came up with this is a genius. I'm sure he or she appreciates that. But you have green onions and cream on your face. Okay, ja. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wenn solche Gespräche vor meiner Begrüßung kommen, dann habe ich da nicht sehr viel Kontrolle drüber. Aber naja. So. Wir suchen immer noch das Mädchen in Rot. In Fenmont. Wir können ja mal reingehen. Vielleicht ist das Mädchen hier drin. Und da glitzert was. Rahmenschwarze Federn. Geil. Vielleicht gibt es ja in der Uni noch einige Sachen zu erledigen. Ich wollte eigentlich das Mädchen hier suchen, aber was soll's. Gehen wir erstmal überall anders hin. Ich meine, warum nicht? Und da haben wir auch direkt schon mal. Hallo. What are spirits? You could say they're an invisible presence that permeates our entire world. You could say they're the font of spirit arts, feeding off the mana from human mana lobes. You could say they're the guiding hand that turns the wheel of all existence in Resa Maxia. In other words, the symbiotic relationship between human and spirit is at the core of every facet of our lives. But we don't know when this relationship began. How did humans and spirits relate before our modern spirit art culture? What was the world like then? Yeah. Ah, it's hopeless. Once again, the sun is setting without any answers in sight. This is Fenmont? The sun never rises. Was? Was sollte das? Wer war das? Wer war das? Was war das? Warte mal. Bitte als Elsten. Boah, keine Ahnung. Was war das? Wer war das? Ich habe mit dir gesprochen, das habe ich gesehen. Hey. Hey, sieht man, mit wem ich alles gesprochen habe. Habt ihr immer noch die gleichen Sätze drauf? So. Ich stecke gerade mitten in meiner Abschlussarbeit, aber ich habe nicht genügend Materialien, um meine Experimente abzuschließen. Ich weiß, dass ich vielleicht etwas viel... Das ist etwas viel verlangt, aber ihr könnt mir nicht zufällig dabei helfen, oder? Natürlich. Vielen Dank, ich benötige lediglich etwas Monsterflüssigkeit, müsste ich sogar haben. Damit müsste ich neue Theorien über Mana-Lappen beweisen können, die ich aufgestellt habe. Bitte gebt euer Bestes, davon hängt mein Leben ab. Na gut. Bitteschön. Genau das ist die Monsterflüssigkeit, die ich gebraucht habe. Damit müsste ich meine Abschlussarbeit fertigstellen können. Ganz unter uns, wenn ich das hier schaffe, werde ich der leitende Assistent von Hausersatz... Wenn das passiert, habe ich für immer ausgesorgt. Das verdanke ich euch. So, was bekomme ich? Monster Schieberschwanz. Ja. Was ist denn ein Schieber? Ist das ein Hund? Möchte ich jetzt mal wissen. Der hier. Ah, während du ihn trägst, ja, Pech gehabt. Es bewegt sich leider nicht. Was? Okay, ich denke mal, das ist ein Hund. Und 6800 galt. Yeah. Hätten wir nicht schon genug? Ah, nee, ich habe wieder ausgegeben. nein. Ugh. So. Hallo. Na. Oh, okay. Ding. Since Professor House disappeared, I've been up to my ears in work. Oh, du siehst ein bisschen ausgejuhlt. Why would he disappear the day he won the Hal Prize? Something must have happened to him. Just between us. Remember how the military came in and searched the school on the day the professor disappeared? When they went through his office, they confiscated every document of his they could find. So that investigation wasn't related to the warrant out for Jude? That was their official reason, but I wonder what their real objective was. First, his reward was rescinded without explanation.
Then everything he ever worked on was confiscated. There's nothing normal about that. What was the professor even working on? I heard he was researching a theory that involved using spirits without providing them any mana. Is that even possible? Apparently he'd had some success, but I wouldn't get too interested if I were you. If you stick your nose too far into it, you might disappear too. Come on, don't say things like that. So that means Professor House was researching something similar to the Lance of Kresnik. Deswegen wurde er getötet. Oder eingefroren, was auch immer. Eigentlich ist er nur verschwunden in diesen Dingen. Was weiß ich. So. Also hier gibt es anscheinend auch nichts zu erledigen. Kein Ding, dann suchen wir weiter. Nach dem Mädchen in Rot. Oder warte mal, hier kann man auch irgendwo rein. Yeah. Stimmt, da ist ein ganz anderes Gebäude hier. Stimmt, das ist das Gebäude von ganz am Anfang, oder? Ja, das sieht schon so aus. Ha! You shall not pass! You shall not pass! Okay, geh weg. Wie dumm. Na gut, was haben wir hier? Was ist mit einem Bein passiert? Da können wir nicht hin. Dann gehen wir jetzt da rein. Warum rennen hier so viele Leute durch die Gegend? Was ist denn hier los? Warum ist denn hier alles so stressig? Hm? Hey, du bist doch Lago. Und du bist das Mädchen, das uns gesehen hat. Mein Gott, warum sehen die alle gleich aus? Und hier gibt es keine Quests. Boah. Warum nicht? Hier ist unser Dingens, unser Arbeitsraum, glaube ich. Hey. Ja, hey. Trank des Lebens. Bäh. Was ist das da? Was zum? Da ist Mew abgebildet ganz rechts. Warte mal. Auf diesem Bild, da ganz rechts, ist Mew abgebildet. In der Mitte erkenne ich nicht. Dann kann man irgendwie in der Ego-Perspektive gehen. Scheiße. Was ganz links und in der Mitte? In der Mitte kommt mir irgendwie bekannt vor. Was ist ganz links? Ich weiß nicht, aber rechts ist Mew. Mann. Voller Easter Egg. Weiß halt nicht. Muss ich mal drauf achten. Ich meine auch, Mew kommt voll oft irgendwo vor. Also als Cameo. Ich meine, in Tales of Vesperia konnte man irgendwie Mew beschwören. Also hier in der PS3-Version. Martha aus Tales of Symphonia 2. Hatte, glaube ich, irgendwie an ihre Kleidung auch ein Bild von Mew oder so dran. Weiß ich nicht. Und keine Ahnung. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Hey, können wir da hin? Sieht nicht so aus. Doch. Nee. Von hier kam ich, dann kann sie ja nur da sein. Na gut. Dann machen wir uns schon mal auf zum Boss, nehme ich mal an, am Hafen. Okay, erstmal ganz weit entfernt von der Mitte. Sehen tue ich es auf jeden Fall nicht. Hey, Skill habe ich von oben eingesammelt. Okay, ist bestimmt irgendwo hier. Nee. Nee. Irgendwie ist sie nicht. Hä? Wo soll die denn sonst sein?
Der sich irgendwo hier in den Kisten oder so versteckt. Kann ich mir vorstellen, die ist krank im Kopf. Hat sie auf jeden Fall, den Eindruck hat sie jedenfalls bei mir hinterlassen. Okay, wo ist die? Hier vielleicht ganz im Hafen. Vielleicht näher am Hafen gehe. Oder soll ich hier vielleicht die Leute befragen? Hey, wo war ich denn jetzt noch nicht? Stehe nicht. Verdammt, ich dachte eigentlich, würde sie. Was so? Hey, da sind die Fahndungsbilder. Wie sieht denn Mila aus? Warte mal. Weil ich hier für Easter Eggs auf einmal finde. Schön. Na gut. Ich finde hier irgendwie alles, nur nicht das Mädchen. Was soll das? Also muss ich wahrscheinlich nicht irgendwie in einen bestimmten Bereich gehen. Ich muss hier wirklich an einen ganz bestimmten Ort hingehen. Gleich hier. Vielleicht hier im Shop irgendwo, da war ich noch nicht drin. Also nachdem wir sie suchen sollen. Ich sehe gerade, da geht's noch rein irgendwo. Hallo? Hey, was hat denn? Was haben wir hier? Oh, schön sind die Aufhol, die Cameo-Waffen. Oder auch nicht. Was mache ich hier eigentlich? Ich mache hier irgendwie alles, nur nicht das, was ich machen sollte. Ja, wie in GTA. Was übrigens seit kurzem rausgekommen ist. Oh, da ist eine Quiz. Nur ich bin nicht so scharf drauf. Ich bin der Einzige, der irgendwie nicht so scharf auf das Spiel ist. Hilf mir doch bitte jemand. Ich habe eine falsche Bestellung aufgegeben und jetzt habe ich nicht genügend Wiesenkristalle und sie sind in der begehrtesten Artikel dieser Saison. Ich brauche mehr davon. Jemand muss mir noch welche besorgen. Sofort. Ihr werdet mir noch mehr Wiesenkristalle besorgen? Wirklich? Vielen, vielen Dank. Oh, bitte sagt meinem Boss nichts davon. In Ordnung? Tschüss, danke. Okay, thanks, bye. So, habe ich welche? Ihr habt es geschafft. Wie geil. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, von meinem Boss ausgeschimpft zu werden. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Erzählt meinem Boss nicht, dass ich es euch gegeben habe. Okay, thanks, bye. So, noch eine Quest erledigt. Diadem. Ich stink aber nicht. Okay. So, wir sind immer noch auf Suche nach dem Mädchen. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein soll. Ja. Ich würde entweder sagen hier. Von hier sind wir gekommen, das haben wir schon gesehen. In den Dingen ist hier ist auch nicht, am Hafen ist auch nicht. Wo kann sie denn dann sein? Ich habe keinen Plan. Werde ich wahrscheinlich offscreen mal suchen. Wenn eine Katze, die nur so kommt, direkt Start wegdrücken. Ne, nicht wegdrücken, dann beginnt ja wahrscheinlich der Kampf, wenn ein Bosskampf kommt. Aber dann direkt zum Titelbildschirm, Spielladen und was weiß ich. Dann mache ich wieder hier verfrühten Schnitt. Und ja. Würde ich dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.